Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch ja zu einem neuen Unboxing. Ich habe was bekommen, was wir gleich in die Unboxing-Ansicht wechseln werden. Das ist ein LAN-Switch, 1 zu 2, also ein LAN-Kabel rein, zwei LAN-Kabel raus. Ich habe mir gedacht, ich jetzt den neuen 25 Meter Kabel lege bis zum PC, könnte ich damit, also ich hatte damit schon mal gespielt, damit sowas zu holen, könnte ich das praktisch hier ranmachen und den Kabel dann in zwei aufsplitten, einen zum PC, einen zum Fernseher, und da habe ich ja dann noch meinen LAN-Switch und dann an dem den LAN-Switch, dass alles hier dran ist, weil der PC, wenn der PC an ist, ist nur PC und PlayStation oder Xbox an. Das sollte ohne Probleme durch ein LAN-Kabel durchgehen. Und wenn der PC aus ist und die Fernseher nutze, um zu gucken oder so, dann ist auch nur Fernseher im Internet bzw. Fire TV. Und da sollte das eigentlich alles ohne Probleme klappen. Ja, ich bin mal gespannt. Und dann habe ich weniger Funkquellen. Oder als Backup-Programm, weil noch läuft ja alles so, wie es ist. Und dann könnte ich das, was ich da habe, ins andere Zimmer und auf andere Zimmer umteilen, wo ich kein Kabel legen kann, weil die Sockel unten bei mir alle aus Beton sind. Also ich habe nicht so Plasteleisten an der Seite vom unten auf dem Fußboden, wo man es drunter packen kann oder abmachen kann und verlegen kann. Das ist alles Beton, das ist alles gegossen. Also ich kann kein Kabel quer über den Flur in Richtung Kinderzimmer oder Badezimmer oder Küche oder sonst wohin machen. Hier geht's jetzt, weil der da praktisch im Flur ist und dann halt durch Schlafzimmer durchgeht und hier, und da brauchte ich den nicht unten lang legen, der geht dann halt oben lang, unten lang, hinterm Bett, hinter den Schränken. Dann fällt das nicht auf, da sieht man das nicht mit dem Kabel. Aber die anderen Räume kann ich so nicht versorgen. Und da haben sie mir angefragt und da habe ich gesagt, na klar. Hatte schon immer Interesse für so einen kleinen und gucken, ob da die Leistung abbricht oder ob das alles so funktioniert. Das werden wir dann testen. Also werde ich dann demnächst testen. Aber jetzt gehen wir erstmal ins Unboxing. Dafür switchen wir mal die Ansicht. So, jetzt sind wir in der Unboxing-Ansicht. Ich zoome euch mal ein bisschen rein. Na, das ist zu viel. So, jetzt packen wir das ganze Ding mal aus. Ich muss halt dann noch ein passenden 5 Meter, ich habe kein 5 Meter Kabel mehr, muss ich mir noch besorgen. Oh, ich bin ja noch an den Switches am Testen, da will ich vorher noch das Hardware-Video, den Hardware-Check machen, weil dann ein bisschen will ich noch testen. So, wir haben einmal ein USB-Kabel, der ist natürlich für Strom. Ja. USB-C, löblich, USB-A, User Manual, auch in Deutsch. Vor Kinder- und Zündquellen fernhalten, okay. Naja, obligatorisch. Oh, aus Metall. Finde ich gut. Hier haben wir dann praktisch den Strom. Out, out. Die sollen auch auf 1000 Mbits ausgelegt sein. Beide. Ach, sind zwei sogar. Zwei rein, zwei raus. Okay. Cool. Auch alles. MT-Wiki. So, da gucken wir uns das mal hier an. Ja. Was sehr klein ist. Oh Gott. Aber da ist nur einer abgebildet. Ach nee, hier sind zwei. Ein in, zwei out. Ein in, drei out.
Ach so. Es gibt den, ich weiß nicht, ob ihr es richtig sehen könnt, es gibt den mit Strom und einen Eingang und zwei Ausgängen. Es gibt ihn aber auch mit einem Stromkabel, der ist in dem Fall da. Ja. Und drei Ausgängen, dann ist praktisch der in der Mitte, Eingang, das ist ein Ausgang, Ausgang, Ausgang. Ich hoffe, ihr könnt es richtig sehen. Dann ist es ein 1 zu 3 und nicht 1 zu 2. Strom, Eingang, Ausgang. Ausgang, Ausgang. Das ist ja cool. Okay, keine scharfen Ecken. Ja, die Ecken sind hier. Die Ecke ist hier ein bisschen spitz. Die alle sind abgerundet. Aber die ist ein bisschen spitz. Aber das kann mich auch. Ja, ein bisschen vielleicht. Ist nicht ganz so rund. Also nicht, dass man sich piekt oder so, verletzt oder so, aber die anderen haben eigentlich das Gefühl oder fühlt sich irgendwie runder an. Man kann aber auch täuschen. Und das habt ihr alles mit bei. User Manual, das, den Stromkabel logischerweise und das Gerät. Ich brauche halt noch 5 Meter Kabel und dann müssen wir mal gucken, dass ich das dann demnächst mal anklemme. Mir graut es davor schon, das alles da hinten wieder zu verlegen. Und dann können wir den testen. Ja, das soll es soweit zu dem Gerät gewesen sein. Ich packe euch den Link natürlich in die Videobeschreibung. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Ahoi. Sagt euer Odin.